Wo sind meine Beine? Ey, hast du meine Beine nicht drauf? Mach doch mal meine Beine mit drauf. Ja, so ist besser. Hallo, ich bin Avari und ich will euch was Neues zeigen. Das ist so komisch, ihr müsst es einfach sehen. Erinnert euch diese Form an irgendetwas? Das ist eine Wildkamera. Die sieht so bescheuert aus, ich musste die euch einfach zeigen. Also die ist sowas von bekloppt. Ich habe ein bisschen rumgelesen. So, und es gab einige Kamerahersteller, das ist hier Icon Big Game. Die haben versucht, Wildkameras auf den Markt zu bringen mit einem bestimmten Konzept und es ist einfach schief gelaufen. Die Kamera gibt es mittlerweile bei AliExpress für vielleicht 20 Euro, aber wenn die sich jemand tatsächlich kaufen möchte, den Link packe ich rein. Es gibt eine Menge Probleme, wenn ihr diese Kamera kauft. Dieses komische Aussehen hat mehrere Gründe. Es gibt hierfür ein Akku-Paket von der Firma Icon. Ist mir aber zu teuer, das zu kaufen, um das zu probieren, was man hier reinschieben kann, und zusätzlich Batterien, und zwar 10 Stück. Dieses Akku-Paket, was es hier zu kaufen gibt, das hat diese Firma für mehrere Kameras verwendet, nicht nur für diese eine. Finde ich von der Grundidee eigentlich gar nicht so verkehrt, aber es wäre einfach zu klobig. Es ist jetzt schon ein schwerer Klopper. So, das Konzept war eigentlich so gedacht, dass man diese Kamera auch auf einem... Was lachst du da? Das Konzept war eigentlich so gedacht, dass man diese Kamera auch auf einem Baum, auf einem Ast aufschnallen kann und dann hochklappen kann. Aber das mit dem Hochklappen, das ja, ist so eine Sache. Wo ich die bekommen habe, ist auch irgendwas hier zerbrochen. Das Ding hier hält nicht mehr, irgendwie ist da was, keine Ahnung. Des Weiteren, als diese Kamera kam, habe ich sie ausprobiert und sie funktionierte nicht. Ich musste sie erstmal auseinanderbauen. Ich habe mit dem Verkäufer geschrieben, habe ein paar Bilder reingesetzt und das Geld kam sofort zurück, ohne irgendwelche Gegenfragen. Als ich dann in den Rezensionen nachgelesen habe, war ich nicht der Einzige, der dieses Problem hatte. Es sind viele. Die kaufen sich die Kamera und die funktioniert einfach nicht. Das Batteriepaket hier unten habe ich rausgenommen. Das kann ich jetzt nicht rausnehmen, weil das verdammt schwer zu befestigen ist und reinzubringen ist. Warum, erzähle ich gleich. Hab alles gemessen, hab alles überprüft und bin darauf gekommen, diese 10 Batterien, die haben ja Brücken an bestimmten Stellen. Brücken und Federn, Federkontakte, sage ich jetzt mal. Die waren einfach falsch angeordnet. Die waren in der falschen Reihenfolge eingepuzzelt und verdreht in der falschen Reihenfolge, sodass 4 Batterien in Kurzschlussbetrieb waren und die restlichen Batterien ins Leere gelaufen sind. Also ich habe das natürlich alles geändert. Ich musste dazu das Gehäuse aufbrechen, weil das alles verklebt war. Habe es danach mit Epoxidharzkleber wieder neu verklebt und es ist jetzt so gut verklebt, dass es total stramm ist. Ich habe hier Probleme, die Batterien jetzt rauszuholen oder zu wechseln, aber ich will diese Kamera trotzdem testen. Ich will sehen, wie die Qualität von diesem Riesenklopper hier ist. Die Firma Icon hat diese Kamera Mantis genannt, weil sie halt aussieht wie so eine Gottesanbeterin. Für mich sieht es aus wie ein Biker-Trupper. Sowas. Ich werde
Ich werde die Kamera jetzt hier irgendwo. Achso, ja. Man kann die Kamera hier oben festklicken und zumachen gleichzeitig mit dem gleichen Clip. Und es ist so eine Quälerei hier. Ich zeige euch mal noch das Menü. Ach, scheiße, muss ich wieder aufmachen hier. Oh, das schmeckt. Oh, ich hab Angst, dass hier irgendwas abbricht. Ich zeige euch mal noch das Menü. Kamera-Setup oder Fotos angucken. Ich werde natürlich das Kamera-Setup. Das ist das komplette Menü. Sieht man's? Ja. Alle Einstellungen auf einen Blick, die möglich sind. Ich habe keine mehreren Seiten, sondern alle Einstellungen sind auf einen Blick sichtbar. Finde ich geil. 5 Megapixel, 7 Megapixel, 9 Megapixel. Ich lasse bei 5, weil ich vermute mal, der Bildsensor ist auch nur ein 5 Megapixel Sensor. Verzögerung, Länge, wie viele Fotos, welches Datum, welche Uhrzeit, es ist alles auf ein Bild. Und das finde ich klasse. Das ist wirklich eine sehr gute Anordnung. Ich mache die Kamera an und sehe alle Einstellungen, die wichtig sind. Zurück zum Hauptmenü, Fotos angucken oder Setup. Mehr ist nicht. Ich kann diese Kamera, habt ihr gerade gesehen im Menü, nur einstellen auf Fotos oder auf Videos. Ich verwende natürlich erstmal die Videofunktion. Mal gucken, wie die Qualität ist. Hängen sie dann da hinten am Baum an und dann sehen wir uns sozusagen in der Woche wieder, wenn ich die Aufnahmen einsammle. Ich bin gespannt. Vielleicht überrascht sie mich ja und macht hervorragende Aufnahmen. Dann habe ich echt ein Schnäppchen gemacht. Und schwer! Alter Schwede! Ich hatte die Kamera ja komplett auf und habe mir die gesamte Technik angeguckt. Die Technik ist hervorragend, die ist gut durchdacht. Es ist es ist darauf geachtet worden, hier Bauteile zu verwenden, die auch halten und nicht die so schnell heiß werden und dann eine gewisse Abkühlungszeit brauchen und deswegen dann doch noch halten. Wenn ich die aber dann 5 Minuten lang anhabe, brennen die Teile durch. Ich hatte schon Kameras, da waren so eine Bauteile verbaut. Bei der hier sind wirklich gut durchdachte Bauteile verbaut. Ich denke mal, das Konzept hat sich einfach nicht durchgesetzt und die Firma Icon hat die Herstellung dann einfach gelassen. Hier ist ein Laserpointer eingebaut, sehe ich gerade. Sieht man den? Ja, hier auf meinen. Mach mal an den Laserpointer. Wie geht denn der an? Keine Ahnung. Habt ihr den Laserpointer gesehen? Muss ich hier irgendwas drücken, was der angeht? Spinner im Wald. Keine Ahnung. Also, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil hier ist ein Laserpointer mit verbaut, hier vorne. Ich habe den roten Punkt hier auf dem Boden gesehen, habe mich gerade gewundert, was das ist. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, wann der an. Ach, jetzt. Jetzt fahr er eben an. Jetzt ist er an. Da ist ein Laserpointer verbaut. Warum? Entfernungsmessung? Ach so, ich vermute mal, dann kann man die Kamera. Boah, ich kann ihn auch richtig weit sehen.
ich habe keine Ahnung, wann der angeht oder ausgeht. Weiß ich, keine Ahnung. Ey, vielleicht baue ich den mal aus. Also wenn die Kamera kacke ist, jetzt ist er wieder an. Ja, halt. Jetzt ist er wieder aus. Weiß ich nicht. Okay, gut. Ich hänge mich jetzt an den Baum an. Ich habe keine Ahnung, was das mit dem Laserpointer soll hier. Ich denke mal, man benutzt ihn, um die Kamera auf einen bestimmten Punkt auszurichten. Vielleicht fokussiert die ja dann sogar auf den Laserpointer. Weiß ich nicht. Ich probiere es aus. Ich hänge es jetzt an den Baum an und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Da rennt was weg. Also, obwohl diese komische Mantis sehr merkwürdig aufgebaut ist, hat die doch einen schönen Monitor, um sich die Bilder vor Ort anzugucken, auch wenn es natürlich sehr klein ist. Die Bildqualität dieser Kamera ist, ich weiß nicht, ich würde sagen 10 Jahre alt, aber ich glaube, diese Kamera wurde auch nur bis vor 6 Jahren, 8 Jahren gebaut, glaube ich. Die Chinesen verkaufen wahrscheinlich nur ihre Lagerbestände und deswegen auch nur 20 Euro. Und für die ist es dann auch nicht so wichtig, wenn dann Kameras ankommen, die völlig kaputt sind und die das Geld ersetzen müssen. Die wollen nur noch schnell was zurückhaben. Ich werde die Kamera jetzt mal umstellen auf Foto. Die kann man nämlich nicht gleichzeitig laufen lassen, Video oder Foto. Vielleicht ist ja die Fotoqualität weitaus besser. Vielleicht überrascht sie mich ja da an der Stelle. Die Kamera sieht einfach nur total bekloppt aus, aber gut, okay. Ich stelle sie jetzt um, lasse hier noch mal eine Woche hängen und dann sehen wir weiter. Jetzt zeige ich euch erstmal die Videos. Ich weiß, die Qualität ist unter aller Sau, aber der Wille zählt. So, bis gleich. Schmetterling gefangen? Ich wollte ja eigentlich am Videoanfang wollte ich ja Fax machen. Ich wollte die Kamera auf ein Stativ aufschrauben. Da ist nämlich eine Stativschraube. So. Und wollte die dann so drehen. Und deswegen, und da wollte ich Faxen draus machen. Jetzt habe ich aber festgestellt, ich komme hier mit dem Stativ nicht ran. Weil mein Stativ geht, stößt hier an und dann kommt erst das Gewinde. Sowas Blödes. Okay, gut. So, ich näher mich gerade der sehr komisch aussehenden Kamera. Da ist sie. Oh, die ist beschissen worden. Die Icon Mantis. Ich habe schon festgestellt, dass die Videoqualität von dieser Kamera grausam ist. Also überhaupt nicht auf den, naja, die Niveau, das von dem, was ich kenne. Aber ich habe ja auch mittlerweile festgestellt, dass diese Baureihe von 2014 ist.
Und naja, da kann es schon sein, dass die Qualität dementsprechend so ist. Das bin ich selber. Okay. Also ich habe tatsächlich Aufnahmen hier von der Stelle, wo die auch hängt. Die hat sehr viele Fotos gemacht, wo ich die hierher gebracht habe, komischerweise. Aus, genau. Die Fotos scheinen von dieser Kamera ganz okay zu sein. Ich sehe das erst nachher am großen Monitor. Das, was ich jetzt hier so gesehen habe, scheint okay zu sein. Ich empfehle diese Kamera nicht. Sie ist furchtbar konstruiert. Sie ist fehlerhaft. Aber sie sieht so komisch aus, dass ich die euch einfach zeigen muss. Ich glaube, ich habe das schon 20 Mal gesagt. So. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, die sie gemacht hat, also die Fotos. Die Videos habt ihr ja schon in der letzten Sequenz gesehen. Ich zeige euch jetzt die Fotos. Wenn ihr abonnieren drückt, dann seht ihr auch die nachfolgenden Videos von anderen Kameras. So eine komische wird wahrscheinlich nicht nochmal dabei sein. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Viel Spaß. Ciao. Euer Vari. Das ist ein Ding. Wilde Tiere im Wald. Miau. Gut, dass ich gerade hier am Ausbau bin. Ich hab ja auch festgestellt, dass die Bauart, diese Bau, dass diese Bau.